Jungs, ihr leitet das heutige El Clasico-Video ein. Seid ihr beste Freunde oder was? Geschwister. Ach, Geschwister. Und ihr kommt klar, der eine ja, Real-Fan. Ein bisschen schwieriger, aber geht schon. Und das. Ja, das stimmt. Und das erste Mal El Clasico? Ja. Uiuiui, was tippst du? Oh, ich sag, es wird ein 2-1 Barca. Ah, okay. Ja, das wird ein offensives Spiel, 3-2 Real. Ah, okay. Viele Tore. Was habt ihr hinten drauf? Vinicius. Bro, bitte enttäusch mich. Oh ja. Okay, passt. Geil, Jungs. Und damit guten Morgen aus Barcelona. Ich bin gestern Abend bereits angereist und es gibt endlich wieder einen Stadion-Vlog von mir, Freunde. Wieso, weshalb, was in den letzten Wochen bei mir privat los war, erzähle ich euch nachher. Aber ich melde mich mit einem Kracher zurück. Und zwar El Clásico FC Barcelona vs. Real Madrid. Oh Leute, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich freue, wieder vor der Kamera zu stehen. Ich liebe es einfach zu sehr. Da sind auch schon zwei Barca-Fans. Das ist das Hotel, wo ich heute nächtige, insgesamt sogar bis Montag. Da war ich auch noch nie, Sofitel. Denn ich werde von hier aus direkt nach Paris fliegen, weil ich habe gehört, bitte, am Montag ist da eine kleine Veranstaltung. Das ist so surreal, aber das seht ihr dann im nächsten Vlog. Ist auf jeden Fall sehr schön hier. Oben ist auch noch wieder eine Rooftop-Bar. Da können wir auch mal nachher noch vorbeischauen. Da sitzen auch schon viele Barca-Fans. Hier mit Aufzug fahren wir auch gleich hoch zum Room. Das ist hier dann der Rezeptionsbereich. Und schaut mal diese Säule an, Leute. Die hat einfach oben solche Blätter. Sieht ganz krass aus. Ich blende euch mal die Tabelle ein. Die beiden Mannschaften trennt nur einen Punkt. Es geht quasi heute um Tabellenführung. Es ist ein so wichtiges Spiel und wegweisend für die nächsten Wochen. Hier sieht es auch voll cool aus, Leute. Ich mag diese Teppiche wieder, ne? Sieht auch immer so voll edel aus. Okay, let's go. Vamos, chiquitos. Eine kleine Rundtour. Man kommt hinein und direkt links ist so ein Glasschrank. Ja, ist auch gar nicht gestellt, dass hier rein zufällig ein Barca-Trikot hängt. Ziehen wir gleich an. Und dann hier ist das Badezimmer. Das sind voll die massiven Türen, Digga. Da ist die Toilette und rechts dann auch die Dusche. Da habe ich mich gerade eben schon fresh gemacht. Und noch zwei Waschbecken, das sehe ich erst jetzt. Da ist auch noch so coole indirekte Beleuchtung. Boah, das feiere ich mega. Das habe ich auch bei mir zu Hause. So, und dann gehen wir direkt hier zum Schlafzimmer. Links ist auch so ein echt großer Schrank. Schaut mal. Zack, zack. Minibar. Lego. Im Koffer ist auch schon ein Anzug für Montag. Boah, Leute, das werden so crazy Tage. Da haben wir hier einen Fernseher. Dann noch so eine Bose Soundbar. Bett auch sehr gemütlich. Ich habe ganz gut eigentlich geschlafen noch heute Nacht. Und hier noch so eine kleine Sitzecke. Da sind auch so ein paar Bücher. Auch wieder mit so indirekter Beleuchtung in den Schränken. Noch ein Spiegelchen. Und Aussicht sieht man jetzt nicht so viel. Man schaut halt hier auf diese Hochhäuser. Aber strahlend blauer Himmel. Und das ist das Wichtigste. Oh. Un, dos, tres, vamos. Visca y Barça, hinten haben wir den Gold drauf. Mir ist es extrem wichtig, euch das zu erzählen, weil ich nicht möchte, dass ihr denkt, dass ich in den letzten Wochen einfach gefaulenzt habe. Ganz im Gegenteil, Leute, ich brenne wie an Tag 1 noch für die Stadion-Vlogs. YouTube ist mein Leben, ne? Und wenn ich das nicht mache, dann fehlt es mir auch extrem und zieht mich runter. Und ich habe immer noch so viel Spaß daran, Videos zu drehen und meine Leidenschaft ist da. Das ist das Allerwichtigste, Freunde. Deswegen keine Sorge, ich bin hoffentlich noch viele Jahre tick, 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 auf dieser Plattform am Start. Aber ich wollte euch einfach nicht enttäuschen. Doch für die, die mich jetzt auch im Podcast und so verfolgen, da habe ich es ja erzählt. Ich hatte leider wieder letzte Wochen massiv zu kämpfen mit Schlafstörungen. Ich treibe die ja mit mir herum so seit circa 1,5 Jahren. Aber diesmal war es wirklich so schlimm wie noch nie. Ich habe in 8 Tagen 4-mal durchgemacht. Und konnte einfach nicht einschlafen. Und irgendwann, als ich dann so, keine Ahnung, 40 Stunden wach war, bin ich dann schon irgendwann eingenickt, weil ich halt so erschöpft war. Aber ich bin halt dann wieder so nach 1-2 Stunden aufgewacht und konnte dann wieder nicht einpennen. Und ja, ihr könnt euch dann vorstellen, wie sehr das dann auf die Psyche geht. Und ich habe halt gemerkt, ich bin halt gerade körperlich komplett am Limit. Ich neige halt immer dazu, so ein bisschen zu überdrehen, weil mir halt das Ganze, wie gesagt, zu sehr Spaß macht. Aber manchmal muss ich ein bisschen mehr auf meinen Körper hören. Und einen Gang runterschalten. Und ja, das Positive ist aber, das wird jetzt wieder von Tag zu Tag besser. Dennoch muss ich ein bisschen kalmer machen. Aber ihr glaubt mir gar nicht, wie gerne ich da beim Istanbul Derby am Start gewesen wäre. Bei Gala gegen Besiktas und dann auch noch bei Bayern gegen Gala. Ich hatte so Gänsehaut vom Fernseher, aber ja, es ging einfach nicht. Ne? Und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. So viel dazu. Aber heute habe ich wieder Energie und wir werden den Klassiker anschauen. Vamos! Jetzt checken wir den Rooftop ab. Ich habe extra gewartet, Leute, damit ich das mit euch gemeinsam live ein Video mache. Oh, perfekt. Oh mein Gott, wie maximum sieht das hier bitte aus. Das ist auch ein richtig geiler Pool, aber es sind gerade so 17 Grad.
Aber wie gesagt, dafür ist die Sonne draußen und da hinten sehen wir das Meer. Ey, wie schön. In den All-Time-Klassiko-Statistiken hat Barcelona gegen Real insgesamt 100 Mal gewonnen und Real gegen uns 102 Mal. Es ist so ausgeglichen und die allermeisten Tore in Klassikos aller Zeiten hat Lionel Messi erzielt mit 26 und danach kommen dann erstmal nur Realspieler. Boah, richtig geil. Da vorne übrigens, Freunde, da sind diese Clubs, so Opium, Schoko, diese Ecke und der Olympische Hafen. Und das Meer, richtig, richtig geil. Richtig, richtig schön. Oh, bitte gewinnt Barca heute. Ich glaube, morgen in der Früh gönne ich mir aber hier so einen kleinen guten Morgenschwimmgang. Oh, und hier dann der Blick auf die Innenstadt. Wir haben jetzt gerade 10 Uhr morgens. Das Spiel findet heute um 16.15 Uhr statt. Und Barca wird auch heute auf ihrem Trikot mit dem Logo der Rolling Stones auflaufen. Ich habe auch so ein Special Oversize Streetwear-Shirt bestellt von der Kollektion. Ganz cool. Ist aber leider noch nicht angekommen. Beim letzten Klassiko sind sie ja mit dem Logo von Rosalía aufgelaufen. Da war ich ja auch im Stadion. Und davor mit der Eule von Drake. Genau. Die Straßen sind hier aber noch menschenleer. Die Leute schlafen lange in Spanien, ne? So, und da sind auch schon die Clubs, von denen ich euch erzählt habe. Okay, die sind doch schon aktiv. Da zocken schon einige Volleyball. Da hinten das W-Hotel, wo ich an Silvester mit Matti war. Liebe Grüße gehen raus, Brudi. Ich tippe heute 3:1 für Barca. Ich glaube, wir schaffen das, auch wenn mega viele Stammkräfte verletzt sind. Wobei es einige noch auf der letzten Brücke auf Krampf in den Kader schaffen. Come on, bitte. Oh. Ich steppe jetzt hier mit Leichtgewicht und Marathon Pro an der Promenade entlang und suchen uns ein nice Frühstückslokal. By the way, Leute, ich sehe aus wie ein Eierkopf, weil der Friseur die ganzen kaputten Haare weggeschnitten hat. Ey, ich empfehle euch nicht, eure Haare zu färben. Das macht das so kaputt. Katastrophe, ne? Nie wieder. Marzo Beach gibt es übrigens nicht nur in Amerika, sondern auch hier in Barcelona. Und als ich das erste Mal in der Stadt war, bin ich dieses Klettergerüst wie ein Kind nach oben geklettert. Wie sympathisch. Die beiden da unten haben sich eine Musikbox aufgestellt und tanzen einfach am frühen Morgen. Ich habe gerade eben noch mal nachgeguckt, es werden heute sogar bis zu 24 Grad und das Ende Oktober. Ein Träumchen. Ja, chillt ein kleiner Pedri mit seinem Bruder. Und noch ein Pedri. Nice. Oh, schöner Flick. Wie witzig schaut dieser Hund da hinten aus. Was für dünne Beinchen hat der? Man kann jetzt übrigens sicher als Erinnerung die alten originalen Camp Nou-Seats für zu Hause bestellen. Die hat Barca so wiederverwertet mit so einem coolen Protest. Also richtig geile Erinnerung, werde ich mir definitiv einen sneaken. Ich bin jetzt locker flockig. Oh, da ist sogar gerade ein Flugzeug, was entlang fliegt. Genau von da oben habe ich auch die Aufnahme gemacht, Freunde, vom Anfang vom Video. So, 2 Kilometer sind wir jetzt hier durchgelaufen. Die ganze Promenade entlang. Lull. Da hat jemand sein Huracan Evo abgestellt aus Luxemburg. Barca bringt aktuell extrem viele La Masia-Spieler hervor. Das erinnert wirklich an die allerbesten Zeiten. Und dieser Marc Guio beim letzten Spiel, ich sag's euch ehrlich, ich kannte ihn davor gar nicht, der kommt bei 0-0 rein und erzielt direkt so ein wichtiges Tor. Das war auch mit seinem ersten Ballkontakt, Digga, bei seinem Profidebüt nach 20 Sekunden. Unfassbar. Ich bin jetzt ganz kurz im Taxi unterwegs. Und wir fahren nun zum Restaurant von Luis Suarez. Das heißt El Chalito. Das gibt's 2 Mal in Barcelona. Da war ich noch nie. Das ist ein großer Pluspunkt im Vergleich zu Madrid. Denn die Stadt hier ist viel, viel grüner. Und heute muss ich auch nicht mehr mein Barca-Tattoo verstecken. Wir sind in der richtigen Stadt. Wie habe ich eigentlich gerade Madrid ausgesprochen? Madrid. Diese Bauwerke. Ich liebe es. Da vorne ist der Plaza Catalunya, der Platz, wo die ganzen Tauben rumfliegen, Leute. Kennt ihr ja von meinen Vlogs. Und da fängt dann Las Ramblas an und das Restaurant von Suarez ist hier genau in der Straße. Da ist es, Chalito. Ich bin der allererste Gast. Ich musste noch warten, bis es aufmacht. Hier gibt es unter anderem Pizzen, argentinische Steaks, Burger, Milanesas, oh, Empanadas auch. Oh, das kann ich aber leider nicht mehr essen. Und schaut mal, ganz da vorne im Headglitch ist die Kathedrale. Da oben auf dem Berg. Hey, stimmt, wir sehen ja auch heute Joao Felix. Der hat ja so krass eingeschlagen, genauso wie auch Cancelo. Okay, der Laden ist geöffnet, Leute. Ich glaube, wir können rein. Hola? Ya está abierto? No. No, todavía no? Ah, okay, noch nicht. Ich bin zu früh. Der Kellner hat mir gerade eben erzählt, dass vor 2 Wochen sogar Luis Suarez hier war und hat mit ein paar Gästen auch Bilder gemacht, gegessen. Und guckt euch mal bitte dieses leckere argentinische Fleisch an. Dann noch Reis, Gemüse. Oh, perfekt, Digga. Eine Coke Zero. Ja, die Uruguayer und Argentinier, die lieben ja Fleisch über alles. Bei der Nationalmannschaft ist ja immer voll das Ritual, dass sie alle gemeinsam mit dem Staff grillen und so. Und Luis Suarez hat safe hier auch schon mal reingebissen. Dafür ist er ja sowieso bekannt. Boah, richtig weich. Lecker, Preis-Leistung top, weil der ganze Teller kostet 15 Euro. Super. Bei Reis kann man auch voll viel falsch machen, finde ich. Ja, der Reis ist jetzt nicht der leckerste, aber schon. Ja, dem Reis gebe ich so eine 6 und dem Fleisch eine stabile 7,5. Oh, ich bin voll, Leute.
Schau mal, die Fliege gönnt sich noch die Überreste. Alles aufgegessen. Digga, was hast denn du für ein cooles Outfit? Ich habe genau das Shirt, aber in blau-rot. Mit einem Binde sogar natürlich. Und Nummer 9. Geil. Was tippst du? Ich tipp 2-1 für Real. Ach, Bro, enttäuscht mich noch nicht. Was? Jungs, ihr? 3-0 Barca. Oha, der optimistische Boss. Ich sag 1-0 Barca. Okay, der realistische. Und das ist, mit dir brauchen wir, wenn ich mal reden. Also Jungs, viel Spaß. Danke. Ciao, danke. Na, Tauben, was glaubt ihr? Barca oder Real heute? Jetzt fahren wir Richtung Stadion. Die Ultras von Barca treffen sich nämlich beim Brunnen von Montjuïc. Und dann laufen sie alle gemeinsam mit einer Parade quasi den Berg hoch Richtung Olympiastadion, wo das allererste Mal ein El Clasico stattfindet. Ich bin voll gespannt, wie das heute ablaufen wird. Na Leute, von hier fährt Real Madrid los. Da starten gerade richtig viele Fans. Schaut mal. Und man sieht es schon da. Ja, es ist ja aquí está bien, perfecto. Gracias. Con tarjeta. Oh, ich muss schnell zahlen, Leute. Ich habe schon auf Pyros gesehen. Oh mein Gott, Polizei, hier schon überall. Leute, was ist denn da? Da ist der Brunnen, wo sich alle treffen. Okay, wir müssen sofort rüber. Oh, hey, hey, hey. Oh, let's go, Leute. Wir hauen euch schon ein bisschen Feuerwerk so hoch. Und da hinter dem Palast, Freunde, da ist das Olympiastadion. Ihr erinnert euch. Oh. Mitten rein jetzt. Laufen wir alle gemeinsam dann hoch den Berg. Ja, da sind schon ein paar Ultras, die hier natürlich ihr Gesicht verdecken. Was geht ab, Jungs? Na? Alles klar. Gutes Timing, gleich geht der Marsch los. Ja, hi, Sers, Sers. Es geht. Was wird denn 5-0 für Barca? 5-0? Oh, Bro, dann... Manita, ja. Hinsetzen. Jetzt wird ein Alle Alle angestimmt. Ich gehe mitten rein. Was geht ab, Jungs? Woher kommt ihr? Aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Schaut mal, was er unter seinem Pulli versteckt hat. Bro, du Frechdachs, wie traust du dich hierher, Mann? Oh, Leute, da muss man aber wirklich extrem aufpassen, weil da sind einfach Feuerwehrkörper zwischen all den Menschenmassen. Oh, geiles Eto'o-Trikot von 2829. Weil diese ganzen Funken und so gehen auf die Kleidung. Ich hatte ja einmal in Istanbul überall Brandlöcher. Also wirklich. Was tippst du, Bro? Ich sage 2-1 Barca. Okay, let's go. Viel Spaß, gell? Ciao. Und die Hymne wird gesungen.
Barca! 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 Boah, was eine geile Aussicht von hier oben. Gleich sind wir auch schon beim Stadion. Sehr wildes Trikot, Ronaldo El Fenomeno. Lewandowski, Freunde, wird heute auch voraussichtlich spielen. Er war ja die letzten Wochen angeschlagen. Koundé ist eigentlich auch wieder im Kader, Rafinha. Leider haben es aber Pedri und Frankie nicht rechtzeitig gepackt. Aber wir packen es auch ohne die, ich beliebe. Lol, das ist neu. Das war vor ein paar Monaten noch nicht so extrem. Hier sind überall Merchandise-Stände. Sind halt keine originalen Trikots, aber es wird halt trotzdem toleriert. Sehr geil. Patatas fritas, Pommes gibt's hier. Realschall verkauft. Oh, hi, Servus. Was geht? Hi. Barca ist übrigens noch ungeschlagen diese Saison. Sowohl in der La Liga sind wir flawless gestartet, als auch in der Champions League. 3 Spiele, 3 Siege sogar. Hey, was geht, Jungs? Na? Hi. Und optimistisch heute? Hier. Ja, super. Oh, ich gehe weiter, ne? Spaß. Aha, der kleine Junge mit Al-Nassr Ronaldo-Trikot. Schon krass, Leute, auch wenn natürlich Saudi die Pro League vom Niveau nicht so heftig ist. Trotzdem hat Ronaldo mit 38 die meisten Tore im Kalenderjahr 2020. Muss man ihn auch mal loben. Schon heftig, wie er aktuell in Form ist. Vor allem sind auch viele schöne Treffer dabei, nicht nur im Meter. Ja. Hi, servus. Hallo? Ich sag's euch, hier ist schon wieder ein halbes Abonnententreffen. Und fast so viele Deutsche hier. Hey, was geht? Wo man gerade immer redet. Ja? Ah ja, da ist auch schon der erste Bellingham, den ich sehe. Seine Freundin aber Barca-Trikot an. Ah ja, da sollte er, glaube ich, noch einmal seine Meinung überdenken. Noch einmal zum Genießen hier. Die vordere Fassade vom Olympiastadion. Sieht echt aus wie ein Museum eher von außen, ne? Yeah, what do you think? Real Madrid, 1-3. 1-3, and you? Real Madrid, 3-1. Okay, good luck, yeah? Die beiden haben auch ehrenwerte Trikots an. Seid ihr Brüder, was? Ja, Zwillinge doch. Ja, ja. Oh, jetzt ist aufgefallen. Also, viel Spaß, gell? Ja, Junge, wie lost bin ich eigentlich? Ich glaube, die waren ja sogar eineigig. Sehr sympathisch. In 30 Minuten geht auch das Spiel der Bayern los. Und es ist bestätigt, Neuer ist nach 350 Tagen, nach dieser schlimmen Verletzung, wieder in der Startelf. Und ich bin so gespannt, in welcher Form er sich zurückmelden wird. Und wir gehen jetzt rein. Perfekt. Ich bin nicht eine Millisekunde abgetastet. Er checkt mich so ab mit Sonnenbrille, Digga, macht diesen Move. Wobei, ist eigentlich nicht gut. Ich bin eher für strengere Kontrollen. Puerta 78, hier müssen wir rein. Ich sitze heute auf der Gegentribüne. Hey, Barca, Canavio, das Combio. Reihe 8, Digga, sogar ziemlich weit unten. Oh yes, baby. Oh yes, baby. Boah, da ist der Sektor von den Ultras. Das letzte Mal, als ich hier war, saß ich, glaube ich, in dem Bereich. Klassiko, Leute, in La Liga. Come on, wir holen uns die Tabellenspitze. Once, yes, nueve, ocho. Ich glaube, ich bin hier. Ja. Genau, das ist mein Platz. Ah, Mist, ich habe das Ticket ein bisschen zu weit unten geholt. Ich dachte, Reihe 8 passt schon. Schau mal, die vorderen sind sogar komplett abgetrennt, weil man von da halt echt belastende Sicht hat, weil dieses Zwischending da zwischen Rasen und Sitzplätzen ist. Aber passt schon, Leute. Hauptsache, wir sind dabei. Bei jedem Platz sind Choreo-Stücke verteilt. Ich bin sehr gespannt. Aber ich finde es schon ein bisschen bodenlos, Leute, weil ich bin ja Mitglied bei Barca. Das heißt, ich habe das Ticket Originalpreis geholt, nicht irgendwie über Zweitmarkt. Und es hat einfach 320 Euro gekostet. Weil dieses Zwischenteil macht definitiv einiges kaputt. Also Leute, als Tipp, wenn ihr Tickets auf der Gegentribüne kauft, dann nehmt am besten ab Reihe 17, 18. Weil von hier sieht man dann wenigstens die Seitenlinie. Die kann ich von meinem Platz gar nicht erkennen. Und dann passt es auch. Ich hole mir jetzt erstmal ein Getränk. Was ist das hier eigentlich, Digga? Lol, so ein Schacht nach unten. Lamine Jamal, Rafinha und Lewandowski, alle drei sind erstmal nur auf der Bank. Fokus liegt drauf, kompakt zu stehen, um sich kein Tor zu fangen. Und dann wird er wahrscheinlich die drei für eine halbe Stunde noch reinwerfen. Und volle Kanone dann in der Offensive. Ich hoffe, dieser Plan geht auf. Real kommt rein! Pfui! Pfui! Ah ja, da ist er. Jude. Bitte macht er heute kein Tor, Digga. Ich raste aus. Und da kommt Barca rein. Das war schön. Das Logo von Rolling Stones in der Zunge. Come on! Gabi! Das Klassikumbis. Gündogan heute auch. Hat noch kein Tor für uns gemacht. Heute der geile Tag dafür. Alter, es war auch schon gut gefüllt, Mann, das Olympiastadion. Let's go. So, let's go, Digga. Bellingham. Ja. Abgeklärt. Felix. Alkinza. Andreas. Christensen. Albutinos. Ilkay. Gündogan. Let's make it legendary. Und die Leute machen sich ready. Für die Choreo. Man kann es schon ein bisschen erahnen. Puta Real Madrid! Oh mein Gott, let's go! Oh, die Kreise sind aus!
Catalunya! Visca Barça! Und jetzt läuft die richtige Hymne! Es unglaublich! Vati, Madrid, Gisa, Kilo, Vati! Vati, 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 Madrid, Gisa, Kilo, Vati! Vati, 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 Madrid, Gisa, Kilo, Vati! Rappel voll, hier, Freunde! Hier ist kein Platz mehr frei! Let's go, Mann! Vamos! Wer macht schon? Come on! Da ist Ancelotti auch schon parat. Wo ist Xavi noch auf der Bank? Barça! Barça! Komm, Gündogan, das Spiel läuft jetzt. Madrid ist das Hijo de Fútbol Club Barcelona. La, 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 la. Seitenwechsel, genauso. Ja. Auf Martinez. Krass, dass der auch in der Startelf steht, ne?
Es ist Pause, Barca's Matchplan geht bisher perfekt auf, Digga. Wir halten die Null, Real strahlt kaum Gefahr aus. Plus, wir haben unsere Offensivwaffen immer noch auf der Bank. Also, ja, jetzt einfach nur so weitermachen. Komm. Und Fermin, bring ihn nochmal rein. Ja, frei! Poste! Araujo! Erhält! Oh mein Gott! Was eine Riesenchance! Direkt in zweite Halbzeit! Zweite Wahl schon, Aluminium für uns! Oh mein Gott! Gabi spielt den Ball gegen Bellingham! Moin! Für meinen Geschmack war das fast die gefährlichste Chance von Real. Wenn er den gut trifft, ist er drin. Kein Abseits. Cancelo! Oh mein Gott! Oh meine Güte! Ey, das war so geil gemacht vom Portugiesen. Mit der Ball war am Ende noch. Ah, okay, Abseits. Aber ich glaube, es war ein sehr klar. Gabi! Er hat gerade den Ball erobert gegen Bellingham und bekommt auch Sprechchöre. Es gibt Standing Ovations für Ferran Torres. Unglaublich starker und wichtiger Mann in den letzten Wochen. Und jetzt kommt der Pole rein. Roman Lewandowski, wir können uns freuen. Cancelo. Oh, Kamavinga kommt nicht dran. Cancelo! Nein, abgefallen. Ja, ja! Oh. Also wenn es Real probiert, dann wird es ausschließlich aus der Distanz. Sagen, dass der Ausgleich hoch verdient ist. Also Barca hatte ja wie gesagt noch mehrere Chancen, da über Cancelo dann noch die Aluminiumtreffer und Real hat wie gesagt nur aus der Distanz, aber ja, in so einem Spiel reicht natürlich dann wieder eine Klasse von Bellingham wieder aus. Und Barca bringt jetzt noch Rafinha rein und Lamine Jamal, genauso wie predicted. Jamal mit extrem viel Platz. Geh vorbei, Junge. Ja, Doppelpass vielleicht, ne? Andere Seite, ja, Rafinha. Und Rafinha. Komm. Barca spielt besser, Leute. Wir drücken auf den Siegtreffer. Real gibt sich zufrieden hier mit dem 1-1. Madrid, dieser Kilo, Mordi, hey! 4 Minuten Nachspielzeit, meine Freunde. Bitte, lieber Gott. Schau mal, wie routiniert die jetzt den Stiefel runterspielen. Ja, wer geht jetzt das Risiko ein, das ist die Frage. Der einzige gefährliche Gefühl bei Real Madrid in den letzten 2 Monaten, Digga. Real Talk, wir waren heute die bessere Mannschaft.
und wir verlieren das Ding. Ey, wie dumm, Digga, wie dumm. Oh mein Gott, das ist so bitter, Alter. Jetzt ist Real 4 Punkte vor uns, wenn sich nichts ändert. Aber man muss halt aber auch zugeben, das war krass gemacht. Das ist 1-1 sowieso. Und jetzt, sie spielen so ruhig und routiniert runter. Fuck, Mann. Boah, ich bin so gebrochen, Heilige. Es ist halt noch schlimmer, wenn du halt eigentlich besser spielst, ne, und dann verlierst. Das ist noch bitterer. Da kassiere ich lieber komplett 5-0, als so zu verlieren. Meine Fresse. Einen letzten Angriff kriegen wir noch. Vinicius war gerade so am Provozieren, wo er ausgewechselt wurde. Ist irgendwie nochmal zweimal stehen geblieben und hat Richtung Real Fans gejubelt. Oh mein Gott, komm, schieß! Eckball! Eine Ecke kriegen wir noch! Das war echt nicht cool gerade von Vinicius. Also da hat er komplett übertrieben. Aber sind wir mal ehrlich, solche Aktionen gehören auch bei den Klassikern dazu. Oh Gott, der Stegen ist sogar jetzt mit vorne im 16er. Noch eine Flanke. Nein, er pfeift ab. Leute, es war ein klasse Spiel. Heftiger Klasse. Aber ich muss jetzt erstmal mich tranquilisieren. Das ist sehr ganz, ganz traurige Niederlage. Ich hoffe, euch hat das Video unterhalten können, Freunde. Lasst kurz das Abo da, um die nächste Albox nicht verpassen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und GG San Real.